Und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Mein Test. Creative Server Let's Play. Folge. Ich hab keine Ahnung. Wir sind gerade dabei. Wir müssen jetzt mal hier die ganzen Schilder machen. Fangen wir einfach hier an. Hier müssen nur 1 sein. Genau. Punkt 1%. Da, da. 2%. Da, da. Von 9%. Ah, die CC-Bus arbeiten. 4%. Ja, ich schreibe am amerikanischen Style. 0,5% ist einfach hässlich. Guckt mal an, wie das aussieht. Einfach ekelerregend. Außerdem bin ich Programmierer. Wir sind quasi vertraglich dazu verpflichtet, alles im amerikanischen Style zu machen. 0,7%. Guck, ob es auch noch stimmt. Ja. Sehr gut. 0,8%. 0,9%. Ah, ein Drittel haben wir also schon mal. 1,0%. Wollte ich schon 0,10% schreiben. 1,1%. Gibt ja immer so, gerade so bei Grundschülern, habe ich es früher immer geliebt. Wenn die dann angefangen haben, oder, also nicht nur in der Grundschule, da zwar vor allen Dingen, aber selbst in der Oberschule teilweise. Ey, kannst du mal bitte weggehen? Oh, wie sieht denn der aus? Oh, der hat so eine Kapuze. Interessant. Jetzt gehen wir mal aber nicht auf den Sack hier. Wenn dann irgendwelche Schüler im Matheunterricht irgendwie gesagt haben, ne, wenn du so hast, 0,25. Leute, hallo? Ich meine bei... Gehen wir ja eh schon auf den Sack. Hier mit dem kleinen Schwanz. Oh, Gold. Let's go. Ich meine, bei 0,25, da könnte man noch drüber wegsehen. Das Problem ist, wenn man sagt 0,25, das ist halt nicht definiert. So, weil das Problem ist, selbst wenn ihr dann irgendwo also die Zahl 0,025 zu stehen hatten, haben sie auch gesagt 0,25. Ja klar, 0,25. Wenn man das als einzelne Zahl betrachtet, dann ist das natürlich eine führende 0 kann weg. Also wäre 0, 2, 5, 25. Aber genau weil das so ist, kann man das halt bei Nachkommastellen halt nicht machen. Weil bei Nachkommastellen kann man nicht einfach führende Nullen wegnehmen. Weil 0,025 ist halt was komplett anderes als 0,25. Und dementsprechend musst du halt wirklich bei Nachkommastellen immer jede Stelle einzeln ansagen. Also 0,025. Ja, aber wie gesagt, das haben halt super viele in der Grundschule gemacht, wo mich das immer schon ein bisschen abgefuckt hat. Aber teilweise halt selbst in der Oberschule. Und das war dann schon wirklich, wo ich mir sagte, Leute, merkt ihr eigentlich nicht, warum das nicht funktionieren kann? Ja. Naja. So, 2,0. 2,1. 2,2. Überhaupt keine Sisyphus-Arbeit. 2,3. Sowas ist normalerweise eine Aufgabe, die man Praktikanten überlässt. 2,4. Ob ich mir hier im Let's Play auch einen Praktikanten anlachen kann? Ey, ihr lieben Zuschauer, hat jemand Bock auf ein Praktikum bei mir? Also im Let's Play? Wobei, wenn jemand diese Position als Azubi-Praktikant, ist beides genauso verdorben, bekommen würde, dann wahrscheinlich eher Sören, weil Sören ja auch bei meiner, also diese großen Mega-Hüllen, die wir haben, die ja auch überall ausgeleuchtet hat mit den ganzen Fackeln und sowas alles.
Also ich glaube, Sören ist leidensfähig genug, um sowas zu machen. So, das 3, genau. Sehr schön. Dann sind wir fast fertig. Easy. Ja. Da habe ich die Zeilen vergessen. Das ist aber nicht so geil. 3.2, ne? Ja. Also die Kontakte 3.1. Also kommt jetzt 3.2. Das vorletzte Schild. Und das letzte Schild. 3.4%. Easy. Und damit haben die alle wieder Schilder und diesmal Schilder, die so richtig gut aussehen, weil die direkt dran sind. Das ist ja mega geil. Das ist echt wow. Wenn ich das schon früher gewusst hätte, hätte ich diese Mod schon viel früher genutzt. Wobei, ich glaube, ich hatte die Mod sogar schon länger drauf. Ich habe sie nur nie genutzt. Oder? Ich habe keine Ahnung. Nee, Science Leap ist neu. Eben früher hatte ich einfach nur die Standard Science dran. Und eben die Mod, die ich damals genutzt hatte für die Schilder, die gab es halt nicht mehr. Also die wurde halt nicht mehr gepflegt. Und dementsprechend habe ich die halt ausgetauscht gegen diese Science Leap Mod. Und ja, genau. Das heißt, die ist definitiv neu. So, da haben wir das schon mal. Jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen, ich bin gerade so ein bisschen Brain AFK. Genau, wir wollten unter dem Haus die Straße bauen. Oha, das wird ein Spaß. Boah. Weil da brauchen wir echt scheiße viel Beton. Eigentlich wollte ich die Straße ja als Admin bauen. Weil eine Straße ist ja nicht Teil von meinem Let's Play Haus, sondern ist ja eigentlich Infrastruktur. Und damit gehört es dem Server und deswegen wollte ich das auch als Server, also als Server-Admin machen. So. Also das ist wirklich, weil eben das ist ja Riesenstrecke. Ich muss sowieso gucken. Ah, warte. Wie geht man nochmal? Also, die Holz aber echt hier ganz schön hin und her. Alles ist ja heftig. Ich will mal ganz kurz gucken, weil Walker, sag ich schon. Toadie, hat ja den Weg jetzt verändert, ne? Früher, also unser Let's Play Haus ist in diese Richtung. Ne? Und hier war ja früher dieser Eingang, der so versperrt war, wo das Gitter vor war, wo es halt nicht weiterging. Und jetzt hat hier Toadie aber das Ding halt hier ausgebaut, ne? Richtig Spanstrecke. Und jetzt geht er wirklich auch lang. Hat sogar den Berg hier ein bisschen weggemacht. Und jetzt ist aber die Frage, weil, ne, meine Idee war ja, warum ist es dunkel? Meine Idee war ja, dass wenn hier später die große Hauptstraße lang geht, direkt zum Spawn durch. Wenn man da hinten mal guckt, sieht man gar nichts. Das Herz allerliebst. Hier müssen jetzt langsam, genau, hier, da. Da sind diese Dirt-Dinger. Und die führen halt direkt zu meinem Haus. Das ist ja quasi die Markierung, wo die Straße lang geht. Wenn es also hier die schwarze Straße lang geht. Also, schon ein schönes Stück, ne? Warum ist hier Dirt? Das ist doch schon wieder hässlich als Fuckboy. Ja, dann geht sie quasi hier direkt zu den Gleisen hin. Weil den Weg, den Toadie gebaut hat, der wäre erst auf der Innenseite, ne? Also hier bei der Kurve, die Innenseite. Da müsste man also einen Bahnübergang bauen, was ja kein Problem wäre. Ich glaube, ich mache es ganz einfach. Ich baue so wie geplant eine Straße. Baue die Straße bis hier hin, bis zu den Gleisen. Und dann kann Toadie gucken, was er da macht. Das überlasse ich denn ihn. Das ist denn sein Job. Ja, ist ein bisschen Bahntrasse so. Also ist nicht mein Zuständigkeitsbereich so. Von daher muss er dann da mal, oder kann er mal gucken. Oder ich lasse mir selber doch irgendwas einfallen, wenn er da auch keine Idee hat. Oh, er hat das Gleis ein bisschen falsch gebaut. Das innere Gleis ist richtig. Das äußere Gleis ist falsch. Da ist, wenn man so guckt, sieht man, dass der Mittelpart, also von da bis da,
dass der zu weit links ist. Er hätte quasi noch ein Gleis weiter bauen müssen. Beziehungsweise, also gibt es zwei Möglichkeiten. Ich glaube, es gibt nur eine Möglichkeit. Genau, er hat das Gleis noch eins weiter. Egal. Auf jeden Fall, ja, egal. Ja, auf jeden Fall, die Straße hier bauen wir bis hier. Und dann gucken wir mal, wie wir das am dümmsten machen. Aber wie gesagt, Straßenbau mache ich aber jetzt als Admin, weil erst brauchen wir da massig Teer. Nicht, dass es ein Problem wäre, die mit Materialien haben war, aber für jeden Teerblock brauchst du halt diesen Wassereimer, den du immer wieder auffüllen musst. Da wirst du bekloppt. Ich weiß gar nicht, man könnte das halt sogar mit dem Autocrafter bauen, ne? Lass uns einen Autocrafter bauen, speziell für dieses Rezept hier, warum das ist, ich habe keine Ahnung. Ach nee, Teer war einfach... Hä? Ach nee, das war Beton, wo wir den Wasser immer brauchten, wo wir erstmal diesen Zement da anmischen müssen und so ein Scheiß. Eben, bei Tar brauchen wir einfach nur Bäume, Dings dann. Egal, trotzdem nicht meins. Machen wir aber trotzdem als Admin. So, das heißt, wir müssen jetzt mal ganz kurz gucken. Die Straße kommt auf die Höhe wie die Erde hier. Da hinten lasse ich erstmal so, wie es ist. Wir bauen erstmal in die Richtung. Und hier würde ich mal sagen... Warte mal kurz, warte. Das ist einfach nur ein Hügel, der kann definitiv weg. Hier fängt es dann an runter zu gehen. Hier geht es wieder hoch. Wir sind immer noch auf der Höhe. Das heißt, ich kann die Straße bis da hinten einfach gerade durchziehen. Das ist natürlich super angenehm. Da kann ich es natürlich richtig einfach machen. Und zwar... Jetzt kommt's dicke. Also auf jeden Fall asphaltiert brauchen, also erstmal, ne? Da ist so viel. Mein hat wieder so voll. Compressed Cobble als seitliche Markierung, Umrandung. Und dann hätte ich gerne, wenn es schon so eine breite Straße ist, auch so mit Mittelstreifen. Und das ist jetzt die Frage, was nehmen wir da? Können wir einfach, gibt es so weißen, ja, es gibt weißen Zement. Sand Zement, okay. Das muss schon wieder ein bisschen zu. Harten Zement. Gab es nicht irgendwelche Blöcke, die man einfärben konnte? Man konnte doch irgendwas. Konnte man Zement nicht einfärben? Ich glaube, man konnte den normalen Zement einfärben. Ich probiere es mal kurz. Entweder so hier. Oder wir brauchen die Farbpistole dafür. Du gehst mal dahin. Farbpistole. Weiß. Okay. Sind doch keine Blöcke markiert irgendwie. Ja, eben. Genau. Das heißt, keine Blöcke markiert, aber normalerweise hast du, wenn Blöcke einfärbbar sind, dass die Farben, die du einfärben kannst, umrandet sind. Aber hier ist gar nichts umrandet. Jetzt ist also, das heißt, man kann den gar nicht einfärben. This note can't be colored. Ja, da steht sogar. Gut, dann wird das also schon mal nix. Wir können auch sowas machen, so Whitestone. Geht auch. Weil ich würde schon gerne etwas haben, was so eine leichte Textur hat. Eine Wolle. Ist schon wieder zu heftig von der Textur her. Vor allen Dingen bei Wolle, wenn du da drauf langläufst, der Klang ist einfach super dumm. Also ich glaube, ich stimme tatsächlich einfach diesen Whitestone. Der sieht tatsächlich so nach dem aus, was ich mir so vorstelle. So, du kannst mal... So, jetzt erstmal hier. Ich muss erstmal hier Bier ein bisschen Platz schaffen. Muss ich erstmal hier so ein bisschen, also ein bisschen eher eine 1. Bis da. Glaube, ja, nicht das Haus berühren,
Das wäre unschön. Dann ist hier so, 2 und dann Set R. Weg damit dir. Mit dir? Auch weg mit dir. So. Das sieht doch ganz gut aus. Haben wir schon mal ein clean Canvas, womit man arbeiten kann. So, das heißt folgendes. Wir brauchen jetzt klingt irgendwie wie so eine Melodie. Ich weiß ja auch nicht. So. Wo ist unser Compressed Cobble? Habe ich mir wohl vergessen zu geben. Gib mal her, die Kacke. Du kannst jetzt mal so weg. Du nach da. Ich kann sowieso fast alles weg. Weil dein Inventar als Admin ist immer so schnell voll. So, jetzt kommt hier. Ach, weißt du was? Bevor ich hier alles platziere. Bist ja dumm. Z-Tar. Und jetzt Z-Tar.gz. Und, ach nee, muss ja. TGZ. So, so wird gut raus, genau. Ja, so kleine Atmenwitz hier. Muss immer sein. Warum stockert es eigentlich so extrem? Habe ich. Disabled? Hier in die Richtung, wenn ich in die Richtung gucke. Achso, weil da hinten wieder der Spawn ist mit den ganzen Objekten. So, dann haben wir die Straße schon mal an sich fertig. Jetzt. Die Frage ist, wie lang machen wir das? Wie viele Blöcke sind das? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das ist eigentlich ganz gut. Eine 4-3 Ratio ist wahrscheinlich gar nicht mal so schlecht. So. Na gut, das ist natürlich ein bisschen hässlich. Die muss ich erstmal drehen. Man kann die gar nicht drehen. Das ist natürlich richtig scheiße. Weil, ne, weil jetzt gehen die Linien hier quasi quer. Ich hätte auch gerne, dass sie aber links gehen. Weil so sieht es halt richtig dumm aus. Das ist natürlich blöd. Warum wollen die nicht drehen? Gut. Dann hat sie das schon mal erledigt, weil das sieht richtig hässlich aus. Sie man dann. Gibt's da diese komischen Plastikdinger? Aber hier sind auch. Ja, die haben auch so einen Rahmen drumherum. Ah, das ist natürlich blöd. Gut, dann nehmen wir mal gucken, weil es gibt so diesen weißen Sandstein. Okay, hier ist noch den silbernen. Dann nehmen wir mal den. Ach so, warum ist meine Sichtweite auf 500? Was denn da passiert? Ah, schon geht's auch viel besser. Gut, dann lag es einfach nur daran, dass meine Sichtweite überhoch war. Ja, doch, so ist besser. So ist definitiv besser. Ja. Das ist quasi immer 4 Blöcke Strich, 3 Blöcke kein Strich. Das sollte so genau das Ideale sein. Pro Fahrbahn 3 Spuren. Das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Ich gucke aber mal noch mal, ob es vielleicht. Nee, gibt's nicht. Was ich gerade gucken wollte, ist, ob es sowas hier gibt, aber mittig, ne? Weil so, dass man quasi das wie Farbe um drauf klatschen kann.
Das Problem ist halt, dass die Dinger immer seitlich sind, ne? Also hier, da bis dahin geht der Block und ist halt immer so rechts und nicht mittig. Von daher, ja, muss so bleiben. Easy. So, jetzt 1. Ich hoffe, es berührt nicht das Haus. Ich guck mal kurz. Ah, nee, berührt das Haus nicht. Okay. 2. So, und jetzt müssen wir mal gucken. Wir stehen in Richtung plus Z. Stack in Z-Richtung. Wir machen mal erstmal 10 Mal. Oh, eigentlich habe ich heute früh Backup gemacht. Ah, scheint funktioniert zu haben. Und dann machen wir. Gut, machen wir 20 Mal. Ja. Machen wir 23 Mal. Oh, das ist schon. Okay. Hier. Und dann müssen wir hier halt berghoch. Dann müssen wir mal gucken, wie wir das machen. So, haben wir also hier schon mal die Straße fertig. Das ist doch gar nicht mal so schlecht. Müssen wir später auch noch in die Richtung machen, aber da müssen wir auch wieder hoch. Also auch ein Spaß. Aber so habe ich mir das. Also gut, die können natürlich hier dann weg. Geht fort denn durch. So. So, ja, habe ich mir das vorgestellt. Und dann müssen wir mal gucken, wie toll das macht mit der Bahnbrücke. Ob wir den Bahnhof hier auf der Seite hin klatschen, was blöd wäre, weil dann geht da der Weg lang. Vor allem sind doch auch welche Berge und sowas alles. Wäre also wahrscheinlich eher sinnvoller, das Gleis auf die Seite zu packen hier. Was sogar Sinn macht, weil ne, aus dem Tunnel, der vorne ist, wie war das von hier? Ja, genau. Da kommen die Gleise ja auch von uns aus gesehen, hallo, links davon raus. Also links vom Weg. Das heißt, könnte man einfach hier 1 zu 1 weiterführen. Das würde also tatsächlich schon Sinn machen, das Gleis wieder einfach hier lang zu führen. Aber das muss dann Toadie entscheiden. Wie gesagt, Bahnanlagen, das überlasse ich komplett ihm. Damit er sich da kreativ entfalten kann. Lass ich testlich aus. So. Gut. Jetzt müssen wir hier drunter ein bisschen eine Brückenkonstruktion bauen. Oder irgendwann, wenn man. Achso, gut, man kann sich nicht mehr 180 Grad drehen. 90 Grad nach oben. Schade. Ja, so könnte man hier auf den Kopf laufen und dann unten die Straße lang laufen. Ja. So, das heißt, wir brauchen. Als allererstes Stahl. Oder mach ich den Beton? Ich glaube, ich mach Beton. Concrete. Nee. Zement. Da gibt es den Block und mit dem den kann man aber auch zusägen. Ne? Genau. Das heißt, wir brauchen. Ich überlege gerade. Ja, ich glaube, wir machen an den Seiten erstmal solide Blöcke. Warte mal, ganze Leute hier. Das ist geht, aber ich gehe dir mal gar nicht. Clear Info. So. Gib mir mal davon mal ein paar. Jetzt gibst du mir mal davon mal ein paar. Und gibst du mal davon mal ein paar. Das sieht doch gut aus. So. Jetzt würde ich sagen, ich mache das hier bis hier rangehend. Warum fehlt einer? Bist du deppert oder was? So, ungefähr so. Gehe ich hier bis komplett durch? Ich sag mal ja. Ich sag mal ja. Nein, doch. Ja, komm. Ich mache durch bis hier hinten. Warnings ist Video contains flashing images. Was? Master Architect.
Gehen wir mal weg mit der komischen Master-Architekt. Und hier können wir auch wieder was rangehen. So. Haben wir schon mal das. You know what? Damit es noch besser aussieht. Mache ich mal hier das auf gleicher Höhe. Ungefähr. So. Und hier hinten auch auf gleicher Höhe. Hier hinten nimmst du auf meinen. So, ja, perfekt. So. Folgendes. Warte mal kurz. Bevor ich mich hier dumm und dämlich arbeite. Eins. Eins. Eins hier. Set. Zement. Block. Ja. Schon besser. So, jetzt müssen wir aber, was wir auf jeden Fall noch manuell machen müssen, ist das hier. Ich meine, könnte ich auch mit Wild alle durchziehen, aber so viele Blöcke sind ja nicht. Wunderbar. Oh. Hier, ich sehe gerade. Hier ist gar kein Beton. Warte mal kurz. Ah, das geht ja gar nicht. Dann machen wir das mal. Minus 3 ist 206, 13, genau. Müsste jetzt mal auf die gleiche Ebene sein. Und dann machen wir hier nochmal. Bam. So. Jetzt ist hier alles wunderschön Beton. Hier den Stein eingelassen, whatever. Kann man so machen. So. Direkt weg hier. Easy. So, und jetzt hier einmal. Oh, Karotte. Ja, scheiße. Wie weit können wir gehen? So, hier. Ja, können wir es so direkt so lassen. Das sieht so ganz gut aus. Dann müssen wir nächste Folge bloß noch die andere Seite machen und die Stützpfeiler. Aber genau so können wir eine relativ simple, solide Brücke bauen. Okay. Dann würde man sagen, bis zur nächsten Folge.